Ich bin Hartmut Wimmer, der Gründer und Geschäftsführer von Autoractive. Autoractive ist eine mittlerweile international arbeitende digitale Plattform für Tourismusinhalte. Wir machen das seit 15 Jahren und haben uns vorgenommen, alle touristischen Inhalte und alle Beteiligte in ein System zu bringen und in eine Datenbank und im Prinzip die Informationen von dort, wo sie erstellt werden, nach dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, nämlich beim Gast. Für kleine Unternehmen wird es essentiell sein, überhaupt ein Datenmanagement zu haben, weil die Zukunft ist digital und wer in Zukunft nicht sich digital komplett abbildet, wer nicht in der Lage ist, seine Services digital abzubilden und zu vertreiben, den wird es eigentlich kaum mehr geben. Denn wenn man sich heute vorstellt, man fragt einen Sprachassistenten, also so Amazon Alexa kommt jeden Tag in der Werbung und man redet mit einer Blechdose auf einem Tisch und im Prinzip redet man da direkt mit einer Datenbank, dann kann man sich vorstellen, dass es wichtig ist, da drin zu sein, weil sonst kommt man als Antwort dort nicht raus. Die ersten Daten, die ein Unternehmen erzeugen muss, sind die Daten über sich selber. Also die sowas, wie man von allen Business-Accounts kennt im Internet, also die ganzen Adressen, Bilder, Videos, also alles, was man über sich selber sagen möchte. Und da muss man schauen, dass man möglichst überall gut aussieht. Das heißt, die Daten, die man einmal erzeugt, müssen verbreitet werden, möglichst überall hin. Dazu sollten sie offen sein, also sollten keine großen Rechteprobleme, zum Beispiel bei Bildrechten, an den Daten hinten dran kleben, sondern die sollten verteilbar sein. Und das ist so das Erste, um was man sich kümmern muss. Ja, da gibt es vorgegebene Strukturen aus den bekannten Datenbanken der großen Plattformen, sowas wie Google, Facebook, aber auch bei uns ist es so, dass vorgegebene Strukturen da sind, die muss man einfach nur verwenden. Die folgen dann international gängigen Standards, sowas wie Schema.org, das die großen Suchmaschinenbetreiber ausgerufen haben, wie Daten beschaffen sein müssen, damit sie von Suchmaschinen gelesen werden können. Aber es gibt auch andere Standards, wie zum Beispiel Hotelbetten strukturiert sein müssen oder Preis oder Öffnungszeiten oder wie wir uns darum kümmern, die Schwierigkeiten von Wanderwegen oder ganz viele andere Dinge, die einfach so Standards sind oder quasi Standards, an die muss man sich halten. Ich glaube nicht, dass es die richtige Plattform gibt oder die richtige Webseite gibt, sondern ich glaube, dass man so viel gesehen werden muss, wie es halt nur geht, also auf allen möglichen. Und welche die sind, das kommt sicher auf die Branche an und das kommt auch sicher auf die internationalen Trends an. Also wenn ich heute ein Hotelier wäre, wäre ich auf Booking.com auf jeden Fall und auch noch auf ein paar anderen. Das kann aber in 5 Jahren wieder ganz anders sein. Also es muss jede Branche für sich selber entscheiden. Wichtig ist überhaupt, die Daten zu haben und sie immer in die Kanäle hineinzuspeisen, die gerade wichtig sind. Also Autoractive ist nicht mehr nur für Outdoor-Aktivitäten zuständig. Unsere Kunden kümmern sich mittlerweile um die ganze Bandbreite der touristischen Daten. Also wir digitalisieren den kompletten Tourismus. Und Mobile ist sicher das Thema. Also wir haben heute schon 70% der Zugriffe über mobile Endgeräte. Die Tendenz ist noch steigend. Zukünftig werden noch andere Kanäle dazukommen, die gar keinen Bildschirm mehr haben. Oder wir speisen Daten zum Beispiel in Bosch E-Bikes ein, wo sich dann die Fahrradnavigation danach richtet. Und das sind einfach Datenkanäle, die heute schon da sind, aber in Zukunft werden es noch ganz andere sein. Also ich sage, die Daten selber zu haben und in der richtigen Struktur, dass sie für alle Kanäle gewappnet sind, ist das Masterding.